Google und SpaceX sorgen für eine neue Goldgräberstimmung im All. Startup Bootcamp beendet die erste Runde seines Berliner Digital Health Programms. Nachdem Amazon mit Chime und Google mit Hangouts ihre eigenen Slack-Alternativen präsentierten, launcht jetzt auch Microsoft ihren Messenger-Dienst. Auch deutsche Politiker interessieren sich zunehmend für dieses entscheidende Thema der Zukunft. SpaceX und Google planen, die ganze Welt über Satelliten an das Internet anzubinden. Bereits im November 2016 beantragte SpaceX die Genehmigung für 4.425 Satelliten bei der US-Kommunikationsbehörde FCC. Mittlerweile sollen rund 11.000 Satelliten in den Orbit geschickt werden. Derzeit befinden sich rund 1.400 aktive Satelliten in der Umlaufbahn. SpaceX und Google würden diese Zahl binnen weniger Jahre verfünffachen. Die Satelliten sollen Hochgeschwindigkeitsinternet auch in den entlegensten Gebieten der Erde zur Verfügung stellen. Dieses Projekt könnte mithelfen, eine neue Raumfahrtrevolution auszulösen. Das sehen auch die Teilnehmer und Organisatoren des ersten Disrupt Space Summit in Berlin ähnlich. You can speak to every startup here and ask them what motivates them to do what they do. In their top three, you'll hear at least two things. One, Star Trek. And two, Elon Musk and SpaceX. But the next SpaceX or equivalent next space unicorn, maybe someone in this room. Auf der zweitägigen Konferenz konnten sich Startups aus der Space-Branche einem interessierten Fachpublikum präsentieren. So this event is more focused towards showing off the top talent from space entrepreneurs all over the world and bringing them to Europe to connect with the ecosystem here, to give them that boost and create a global hub in Europe for entrepreneurs. Es wird also nach 5 Jahrzehnten Stagnation endlich wieder richtig spannend in der Weltraumforschung. Auch die Medizinbranche muss sich in der fortschreitenden Digitalisierung immer mehr den neuen Technologien öffnen. Um Startups aus diesem Bereich zu fördern, hat das Startup Bootcamp in Berlin sein Accelerator-Programm nun auch für Digital Health Startups geöffnet. Die Leiterin des Berliner Programms, Juliane Zielonka, berichtete uns, wie die erste Runde gelaufen ist. We have found 10 teams from 7 nations that have all been accelerated here in Berlin, our very first cohort of Startup Bootcamp Digital Health. And we have teams from cardiovascular, focused on Alzheimer's disease, on infertility, on diabetes. And they have all of them created such a great impact today because they really had a good progress. And this was all possible because of the Startup Bootcamp ecosystem. Digital Health Startups spielen im Accelerator des Startup Bootcamps auch international eine immer größere Rolle. It's the first accelerator that is located in Berlin, but we're scouting globally. We started 2015 in the US with a Miami chapter. We started 2016 with me here running the Berlin Accelerator with an amazing team. And we started in February 2017 in China to roll it in Chengdu. Die Bewerbungen für den zweiten Batch sind ab dem 1. April möglich. Auf die teilnehmenden Teams wartet ein intensives 3-monatiges Programm und 15.000 Euro. Die Chat-Plattform Microsoft Teams, die in der bestehenden Office 365-Infrastruktur eingebunden wird, ist ab sofort weltweit verfügbar. Neben Einzel- und Gruppenchats bietet Microsoft Teams eine Videochat-Funktion. Mit der Integration von Emojis, GIFs und Memes präsentiert sich Microsoft Teams auf der Höhe der Zeit. So soll die Funktion namens Hubot zum Beispiel den besten Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema im eigenen Unternehmen raussuchen können. Microsoft Teams richtet sich vor allem an Unternehmen, die bereits Office 365 für ihre Arbeit nutzen. Die Interaktion mit Personen außerhalb des Unternehmens ist allerdings noch nicht möglich. Slack lässt sich von der neuen Konkurrenz allerdings nicht beeindrucken und schaltete eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der sie Microsoft willkommen heißen und einige Ratschläge geben. Stefan Weil, seines Zeichens niedersächsischer Ministerpräsident, besuchte letzte Woche im Rahmen seiner Kurzpraktikumtour für einen Tag die Redaktion von T3N in Hannover. Ministerpräsident Herr Weil war bei uns zu Besuch zu einem digitalen Praktikum und wir haben an verschiedenen Stationen gezeigt, was wir glauben, was im Digitalen uns bewegt und auch für ihn verdaulich sein kann und ihn bewegen kann. T3M, das war für mich wieder eine neue Welt. Ich bin wirklich ein Kind des analogen Zeitalters und dieses Online-Magazin und die redaktionelle Arbeit im Hintergrund wirklich einmal ein bisschen ausgiebiger kennenzulernen, das war wirklich spannend für mich. Die Redaktionssitzung mit Stefan Weil wurde live ins Netz übertragen. Bildung, Arbeitsplätze oder die Finanzierung von Startups waren dabei nur einige der besprochenen Themen.
Ist die Digitalisierung nun auch in der Politik angekommen? Die Digitalisierung ist definitiv auch in der Politik angekommen. Und ihr werdet zum Beispiel erleben, dass die nächsten Wahlkämpfe viel stärker online geprägt sind, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.